Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht erleben Sie das auch gerade so wie ich. Unverständnis und Resignation machen sich breit. Corona ist gefährlich, aber
von sehr offensichtlichen und manchmal wie Waffen gebrauchten Weltverschwörungstheorien bis zu berechtigten existenziellen Fragen, wie es nun weitergehen soll, gibt es alles. Und es gibt eine große innere Unruhe bei vielen Menschen, die äußere Unruhe in den Straßen, zumindest bei uns auf dem Dorf, konterkariert diese innere Unruhe. Der Apostel Paulus begegnet auch ganz massiv Unverständnis und Resignation in seiner Zeit und er hat dazu eine eigene, eine geistliche Haltung. Er schreibt im Brief an die Kolosser im 4. Kapitel: Seid beharrlich im Gebet, voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Verhaltet euch weise gegenüber denen, welche außerhalb der Gemeinde sind, und nutzt die Zeit aus. Eure Worte sollen immer freundlich sein, doch mit Salz gewürzt, damit ihr einem jeden in der rechten Weise antworten könnt. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Beten ist also die christliche Strategie gegen diese Wand von Unverständnis und Resignation in Glaubensfragen. Und doch, liebe Gemeinde, so glaube ich, es ist auch eine Strategie in Lebensfragen, weil der Glaube ja eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn gibt. Verschwörungstheorien suchen auch nach Sinn des Lebens und finden dafür manchmal merkwürdige Wege. Aber es sind eben häufig destruktive Wege. Also, was empfiehlt uns Paulus? Beharrlich, wachsam sein und voller Dankbarkeit beten. Das ist die Empfehlung gegen alle Hoffnungslosigkeit. Und ich weiß nicht, wie Sie diese Empfehlung hören, sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Diejenigen, die eine lange Gebetspraxis haben, mögen vielleicht innerlich nicken und sagen, ja, das ist gut, das kenne ich auch, das stimmt. Ein beharrliches Gebet hilft gegen Hoffnungslosigkeit und schützt vor Resignation. Luther war ein solcher Beter. Reden, Vorlesungen, sogar religiöse Streitgespräche hat er selbst als Gebet, als Gespräch mit Gott verstanden. Diejenigen hingegen, die ihr Hauptgewicht des Glaubens lieber auf praktische Nächstenliebe legen, mögen vielleicht skeptisch mit dem Kopf wiegen und andere denken vielleicht, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich weiß wohl, dass es gut wäre zu beten, aber mir fehlt die Zeit und die Energie, vielleicht auch die richtige Technik, dies auch in meinem Alltag unterzubringen. Die Frauen und Männer, an die der Kolosserbrief zuerst gerichtet war, werden vermutlich mit ähnlichen gemischten Gefühlen an den Vorschlag von Paulus gedacht haben. In diesen Zweifeln hinein sprechen die Worte des Predigttextes: Seid beharrlich im Gebet. Kann das uns auch heute in unserem Ringen helfen? Und wie sieht ein solches Beten konkret aus? Für mich bedeutet die Beharrlichkeit im Gebet, sich immer wieder neu auszurichten auf das, was mich trägt, was meinem Leben Hoffnung und auch Tiefe gibt, mich ganz bewusst Gott zuzuwenden, dankbar zu sein. Das fängt mit dem Dank für das Essen am Tisch an, aber auch mit der Dankbarkeit für das, was Menschen verbindet, was heilt und was tröstet. Das muss ich gar nicht mit gefalteten Händen tun, aber mir persönlich hilft es. Es kann aber genauso ein stilles Stoßgebet sein, beim Homeoffice, auf der Straße oder wo auch immer ich gerade bin. Das funktioniert überall, wo ich die Augen aufmache für die kleinen und großen Zeichen der Hoffnung, die zwischen uns etwas aufleuchten lassen von der Liebe Gottes und seiner Gerechtigkeit, die ihm nicht das Ihre sucht, sondern die Nächsten. Das allein ist schon ein Perspektivwechsel und es ist eine positive Perspektive. Nicht so wie die bange Suche nach Wahrheit,
die wir ja gar nicht kennen, die Suche nach Fehlern bei Virologen, Politikern, Schauspielern und Musikern, die jetzt mit schnellen Antworten aufwarten und das Unverständnis und die Resignation bei uns allen Heiden noch schüren. Aber jede Geste der Freundlichkeit zeugt von Gott in dieser Welt. Jede Unterstützung, die wir einander geben in schweren Zeiten, in Zeiten der Schwäche und der Not, vor allem auch der Angst und der Sorge, auf solche Zeichen einen Blick zu richten, sie wahrzunehmen da, wo sie unser eigenes Leben berühren und aus ihnen Kraft zu schöpfen. Das hilft. Das ist ein Gebet und könnte auch eine gute Antwort auf das große Aber sein, das uns bei anderen Menschen manchmal begegnet. Mit so einem Öffnen geben wir uns ein Stück von uns selber auch bereitwillig dahin. Ein Stück Liebe, das ist viel überzeugender als jede Weltverschwörungstheorie, die ja eben doch nur das Ihre sucht. Das ist das Salz, von dem der Predigttext spricht, der unser Gebet stützt, aber auch das Gespräch würzt mit den Menschen, die das Gespräch über den Sinn des Lebens suchen. Das löst nicht alles Unbehagen und auch nicht alle Resignation, aber er oder sie wird berührt. Und wer berührt wird, der fragt nach dem, was ihn berührt hat. Und diese Frage beginnt nicht mit einem Aber, sondern mit einem Amen. Amen heißt, dass ich etwas, was mich berührt hat, das da ist, das wahr ist, und dem will ich mich dann eben auch öffnen, dem will ich auf den Grund gehen. Amen heißt auch, da ist Hoffnung, und diese Hoffnung trägt das Gebet. Amen. Wir halten gemeinsam Fürbitte und singen dazu den Gebetsruf, Herr, erbarme dich, nach dem Gesangbuch 178.11. Lasst uns beginnen mit Herr, erbarme dich. Erbarm dich. Erbarm dich.
treten wir zu dir, weil wir wissen, dass du uns hörst. Und stärke unsere Liebe, dass sie deine Liebe sucht, die in Christus Jesus sichtbar wird, deinem Sohn und unserem Herrn und Bruder. Amen. Getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen.
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So empfahrt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.